Never trust a woman that spews love at you on the very first date. Gwaelag, please let me see the kids. Please, they're my children too. Why the hell do they call him Big Hat?
Thank you.
Bei Halone, was ist denn hier passiert? Das sind Alchemisten der Kleidung nach zu urteilen. Aber ich kann weder äußere Verletzungen feststellen, noch sieht mir das hier nach einer Vergiftung aus. Sie schlafen also schlicht und einfach, meinst du? Sieht ganz danach aus. Keine Ahnung, ob das ein gewolltes oder ungewolltes Nickerchen ist, aber... Ah, die werten Gäste. Ihr müsst sie entschuldigen. Sie haben eine lange Nacht hinter sich, die nun offensichtlich ihren Tribut fordert. Gestatten? Mein Name lautet Varshan, bescheidener Diener des Magistrats von Razatan. Wie es der Zufall so will, bin ich eben gekommen, um jene Schläfer zu wecken. Aufgewacht! Ich bringe neue Schuppen. Schuppen. Neue Schuppen! Ganz recht. Verzeiht, dass ihr so lange warten musstet. Doch hier ist nun endlich der Nachschub. Hervorragend. Großartig. Endlich können wir weiterforschen. Herzlichen Dank. Lasst mir auch eine übrig. Das sind doch die Schuppen eines Drachen. In der Tat. Für die Forschung unserer Alchemisten sind sie unabdingbar. Ganz recht. Mit den Drachenschuppen und unseren alchemistischen Künsten werden wir es vollbringen. Ein Schutzamulett gegen die Ätherimpulse dieses götterverfluchten Turmes. Warum starrt ihr denn so erschrocken? Moment! Ihr gehört überhaupt nicht zu Varshan. Wer seid ihr denn dann? Also, seid ihr tatsächlich diejenige, die uns Kriele geschickt hat? Vom Urkristall gesegnet. Welch Freudentag! Gepriesen sei Mook!
Endlich drehen sich die Winde des Schicksals zu unseren Gunsten. Jetzt muss es klappen. Bestimmt. Endlich fühlt sich der Kopf wieder frei an. Wie genau seid ihr an die Drachenschuppen gekommen, wenn ich fragen darf? Es wundert mich, dass euch das interessiert. Diese Frage wird nicht oft gestellt, wisst ihr? Aber seid unbesorgt. Der Magistrat erhielt sie von dem Drachen selbst, in beiderseitigem Einvernehmen. In dem Fall habe ich nichts zu beanstanden. Ihr kennt euch wohl mit den Drachen aus. Und ist das nicht trockenes Drachenblut auf eurer Lanze? Und nicht nur die Lanze. Mir scheint fast, ihr seid regelrecht getränkt in Drachenblut. Wir müssen unbedingt eine Blutprobe von euch nehmen. Moment, was soll das? Kommt, kommt. Wahrlich, ihr müsst unser Labor besichtigen. Lass mich los! Halt! Ich muss mich für meine Kollegen entschuldigen. Ich glaube, die Drachenschuppen haben sie in regelrechte Raserei versetzt. Aber ich verspreche, dass ihnen kein Leid geschehen wird. Euch entführe ich in der Zwischenzeit ins Hinterzimmer. Aber herzlich willkommen erst einmal. Ich bin Nidana, eine Alchemistin, wie unschwer zu erkennen ist. Die Frau, die Kriele kontaktiert hat. Und zu guter Letzt auch Leiterin von Demirs Werk. Mein Labor ist eines von vielen, das sich an diesem bedeutsamen Forschungsprojekt beteiligt. Auf gute Zusammenarbeit jedenfalls. Bitte folgt mir doch.
Ist Razzatar nicht majestätisch? Unglücklicherweise ist die Fürstin Tafneas nicht ganz so einladend wie üblich. Seit dem Auftauchen des Turms ist die Stadt in höchster Alarmbereitschaft. Furcht hält die Herzen der Leute eisig umklammert. Selbst der Handel ist mehr oder minder zum Erliegen gekommen, wie man hört. Eine schwere Zeit für den Magistrat. Wie ist er? Gute Frage. Die wichtigste Person in ganz Razzatan jedenfalls. Ursprünglich war diese Insel von zwei rivalisierenden Matanga-Clans bewohnt. Den Gajasura und uns, den Akasudara. Eines Tages siedelten die Aura vom Festland über und schlossen ein Bündnis mit unserem Stamm. Mit ihrer Hilfe gelang es uns, die Gajasura aus Tafnea zu vertreiben. Darauf folgte eine Zeit des Friedens und des Wohlstands. Bis es sich eine Gruppe Huron in den Kopf setzte, unsere schöne Insel zu erobern. Es war eine blutige Zeit, sage ich euch. Aber aus den vielen Kämpfen ist die geeinte Nation erblüht, die wir noch heute unsere Heimat nennen dürfen. Und der Einiger Razzatans war niemand anderes als der Vorfahr des Magistrats. Das Amt liegt nun schon seit Generationen in den Händen dieser Familie. Und das funktioniert ganz wunderbar. Wir bestimmen die Geschicke unseres Landes selbst. Aber sollten Konflikte auftreten, steht uns der Magistrat helfend zur Seite. Ja, ich denke, so kann man das beschreiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Präsenz des Magistrats erlaubt es Razzatan, auf dem Nährboden der Harmonie und der Sicherheit zu gedeihen. Daher ist es umso wichtiger, dass ich dieses Forschungsprojekt erfolgreich abschließen kann. Für den Magistrat, der sein Vertrauen in unsere Künste legt, und für die Bürger Razzatans, deren Frieden am seidenen Faden hängt. Was ist mit der Grundformel? Das Verhältnis muss haargenau angepasst werden. Sieh an. Gut, dass ich regelmäßig nach meinen Türmen sehe. Am Ende wäre mir dieses kleine Talisman-Projekt entgangen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ein junger Kerl hatte doch vor langer Zeit eine ähnliche Idee. Wie hieß er noch gleich? Irgendetwas mit... Urin? Ach, das ist lange her. Ich bin durch viel zu viele Körper gegangen, um mich an solcherlei Einzelheiten zu erinnern. Hätten Sie mit Ihrem kleinen Experiment Erfolg, wäre das durchaus lästig. Und doch, greift nach den Sternen. Mal sehen, wie hoch euer Wissen und eure Fertigkeiten euch tragen können. Du liebe Zeit, was sage ich denn da? Feuere ich sie einfach an? Am Ende offenbaren diese Seelen wohl doch noch ihr Temperament. So gern ich es ihnen auch versagen würde. Thank you.
Na, wird dir endlich eine kleine Pause zugestanden? Der Eifer der hiesigen Alchemisten macht mich ziemlich sprachlos, muss ich gestehen. Sie arbeiten bis an den Rand der Erschöpfung, um einen funktionalen Talisman in den Händen halten zu können. Ich kenne mich mit Alchemie und dergleichen ja so gar nicht aus. Aber sie machen den Eindruck, als wären sie ihrem Ziel schon sehr nahe, richtig? Das will ich auch hoffen bei der elenden Schufterei. Ganz gleich, ob in Eorzea, im fernen Osten oder hier in Tavner, überall stemmt man sich gegen eine unbekannte Bedrohung. Doch fließt in den Adern der Teloforoi nicht das gleiche Blut wie in den unseren? So befremdlich es auch sein mag, wir sind alle Kinder dieses Gestirns. So hinringt das verzweifelte Streben nach einer Zukunft mit der bitteren Sehnsucht nach dem Tod. Und im Zentrum dieser Schlacht steht letztlich nur eine einzige Frage. Gelingt uns der Griff nach dem Leben oder rinnt es uns alsbald durch die eigenen Finger? So ein Pathos sieht dir ähnlich. Aber wenn du recht hast, dann liegt nur eine Haaresbreite zwischen Sieg und Niederlage. Von Daniel und seine Todessehnsucht. Bei den Göttern, das ganze Leid, das er verursacht. Wie viele Leben er bereit ist auszulöschen. Und trotzdem, jeder von uns hier weiß, wie es sich anfühlt, an seinem tiefsten Punkt zu stehen und keinen Ausweg zu sehen. Diese finsteren Nächte, in denen jedes noch so gut gemeinte Wort hohl klingt und die Verzweiflung alles andere zu ersticken droht. Oder man scheitert. Je schwerer das Leben einem mitspielt, desto härter auch der Kampf scheint mir. Mit der Rache verhält es sich nicht anders. Man wird von dem Wunsch getrieben, jemandem Leid zuzufügen. Und bekanntlich erntet man ja, was man sät. Ganz genau. Wir geben es ungern zu, aber nicht immer treibt uns der noble Wille zum Leben. Viel zu oft ist es das Leid, der Zorn. Und in dieser Hinsicht liegen sie erschreckend nahe beieinander. Ich verstehe. In dem Fall bleibt mir nur die Hoffnung, dass das Leben diesmal obsiegt. Nun, Gemeinschaft und Zusammenhalt könnten das Zünglein an der Waage sein. Die Anwesenheit des Hohen Ritters Rache ist der beste Beweis dafür, nicht wahr? Was ist? Van Daniel? Wenn er das wirklich war, ist das überhaupt kein gutes Zeichen. Vielleicht hat er Wind vom Plan der Alchemisten gekriegt. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es ist vollbracht. Es ist uns wirklich gelungen. Wir haben einen Talisman. Seelenwächter soll er heißen. Er schützt seinen Träger verlässlich vor den Ätherimpulsen des Turms. Welch frohe Kunde. Damit kann man sich dem Turm gefahrlos nähern. Wahrlich, eure Leistung stellt hier und heute die Weichen unseres Schicksals. Ich danke euch. Aber wartet mit derlei Lob, bis wir unseren Talisman auch erfolgreich zum Einsatz gebracht haben. Vor allem deswegen habe ich ausdrücklich um eure Anwesenheit gebeten. Ich möchte, dass ihr mich zum Turm von Sott begleitet. Wenn der Seelenwächter mir ausreichend Schutz bietet, besteht kein Grund zur Sorge. Und wenn nicht, bitte ich darum, mich unschädlich zu machen. Was auch immer dazu nötig ist.
Danke. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich bin froh, dass ihr an meiner Seite sein werdet. Nidana, ist das dein Ernst? Ach, jetzt mach doch nicht so ein Gesicht. Wir müssen Vertrauen in unsere Arbeit haben. Ich als Leiterin doch erst recht. Und sollte sich herausstellen, dass unser Talisman ein Fehlschlag war, dann lernt aus den Fehlern. Versprecht mir, dass ihr im Sinne der Alchemie handeln werdet. Wir behalten derweil das Werk im Auge. Sei vorsichtig, hörst du? Wenn sich Van Daniel tatsächlich hier herumtreibt, müssen wir auf alles gefasst sein. Wer weiß, was er als nächstes vorhat. Wollen wir? Ich habe die Wachen an der Hamsa-Weide gebeten, uns ein Boot bereitzustellen. Triff mich einfach... So langsam sollten wir in Reichweite der Ätherimpulse sein. Komm schon. Ja, gut so. Der Seelenwächter scheint zu funktionieren. Bei dir auch alles in Ordnung? Ich bin gespannt, wie es sich näher am Turm verhält. Bislang läuft alles nach Plan. Der Talisman funktioniert genauso, wie er soll. Die Ätherimpulse scheinen keinen Effekt auf mich zu haben. Aber erst wenn wir es bis zum Eingang schaffen, dürfen wir einen richtigen Erfolg feiern. Fast geschafft! Thank you.
Damit ist es offiziell. Der Seelenwächter bietet echten Schutz. Sobald wir eine ordentliche Zahl davon synthetisiert haben, können wir uns an die Erkundung des Turmes machen. Lass uns schnell zurückkehren und die gute Nachricht verkünden. Jetzt entspann dich doch, meine Güte. Mit diesem Gestrampel ziehst du dein Leid nur unnötig in die Länge. Nein, das darf nicht. Noch bin ich nicht. Tragisch, tragisch. Du hättest es beinahe getan. Oh, interessant. Derselbe Mechanismus also. Huch, starr mich doch nicht so an. Habe ich etwa dein Missfallen erregt? Meine früheren Gönner hätten sich bei einem solchen Anblick gefreut wie verrückt. Gejauchzt und getanzt hätten sie. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wäre das auch nicht wesentlich angenehmer. Willst, dass ich aus dem Nähkästchen plaudere? Na schön. Ich bin der Ashien van Daniel. Aber das hatten wir schon. Unvollkommen und dergleichen. Du erinnerst dich? Ich erbte mitsamt meiner Position auch die Seele jenes Mannes, der den Sitz des van Daniel innehatte, als die Welt zerbrach. Soweit die Theorie jedenfalls. Aber wen kümmert schon die trockene Theorie? Ich wurde als der geboren, der nun vor dir steht, und habe auch als solcher gelebt. Nach vielem Wenn und Aber habe ich mich irgendwann den Ashiens angeschlossen und erhielt somit auch das Wissen und die Erinnerungen des alten van Daniels. Aber sie haben sich nie wirklich wie ich angefühlt, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn du also wirklich wissen willst, wer ich bin, sollte ich dir wohl meinen Namen verraten. Der, den ich trug, bevor ich ein Ashien wurde. Auch wenn ich ihn längst nicht mehr nutze. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du dich bereits des Öfteren in alagischen Ruinen herumgetrieben hast. Dann sagt dir mein Name vermutlich sogar etwas. Amon. Ich heiße Amon.
Einst gab es ein reiches Land. Ein Land, in dem die Freiheit regierte und niemand je um das Morgen bangen musste. Vollkommen und glücklich. Und genau deswegen erlag es der Fäule. Du bist ein Genie, Amon. Wie ist dir so ein wahnsinniges Experiment überhaupt eingefallen? Wirklich fantastisch. Als er aufgewacht ist und feststellen musste, dass sich sein Kopf in den einer Kuh verwandelt hat, ist er komplett in Panik verfallen. Schreien wollte er, aber er konnte nur noch muhen. Ich und meine Freunde haben Tränen gelacht. Mein Herzblut steckt in dieser Forschung. Und diese unwissenden Narren verlachen sie als billigen Klamauk. Aber wenn es nur um mich ginge... Sie brauchen permanente Unterhaltung. Greifen selbst nach Nichtigkeiten, um das Verlangen danach zu stillen. Dieses Land ist krank. Aber ich... werde es heilen. Mit der Wiederauferstehung des Reichsgründers. Es war vollbracht. Mein Plan ging auf. Unsere Heimat erstrahlte endlich wieder in ihrem alten Glanz. Wir waren von einem Feuer ergriffen, das versprach, nie zu erlöschen. Doch der ehrenwerte Kaiser, der die Flammen unseres Wohlstands mit seinem Größenwahn schürte, wollte mehr. Immer mehr. Amon, denke stets daran. Ganz gleich, wie viele Eroberungen du dein nennst. Ganz gleich, auf welche Errungenschaften du blickst. Der Tod macht sie alle null und nichtig. Nichts ist von Bedeutung. Nichts. Du ahnst es bereits, nicht wahr? Der Kaiser wird die kommende Schlacht nicht gewinnen. Daher bin ich hier, um dich zu holen. Deine Methoden missfallen uns zuweilen, aber unserem kritischen Auge ist nicht entgangen, über welch Können und Verstand du verfügst. Der Sitz des Van Daniel ist seit kurzem unbesetzt. Das Amt soll deines sein. Ich persönlich hätte dich wirklich lieber als Kamerad an meiner Seite, als dich mit diesem Land vergehen zu sehen. Nur zu, schicke einen deiner Klone in den Kristallturm und überzeuge dich selbst. Von dem, was dich erwartet. Ich fand das Ende aller Glorie. Mein armer Kaiser sollte schließlich Recht behalten. Was man auch erreicht, am Ende zerfällt alles zu Staub. Und das Leben ist letztlich nur eine Reise gen Vergessenheit.
Wie nett von dir, dass du meiner bescheidenen Geschichte etwas Zeit geliehen hast. Ich will dich aber auch gar nicht länger aufhalten. Keine Angst, deiner Freundin hier geschieht schon nichts. Schließlich können sie und ihre Artgenossen ihr Tod keine Primae mehr beschwören. Sterben werden sie nur dann, wenn du versuchst, sie gewaltsam aus meinem Turm zu zerren. Also husch husch, auf zu deinen Kameraden. Es gibt doch sicherlich Rettungspläne zu formulieren, oder nicht? Aber versprich mir, dass wir uns bald wiedersehen, ja? Ich und seine Majestät erwarten dich auf einer imposanten Höhe. Ein Nebenschauplatz wie dieser hier ist schließlich völlig ungeeignet. Thank you.